weiter zurückgreifen. Ne, jetzt ist mit dem Dings. Jo, da musst du hochklettern, genau. Ja. Das war dieses Ding, was wir gemacht haben, wo wir von einem zum nächsten gelaufen sind. Ja. Die ersten Kisten hier auf der Insel, die wir aufgemacht haben. Ja, ja. Ich glaube, ich reite ganz ruhig im Kreis, ne, oder? Hm. Na, wir müssen ja praktisch im Kreis reiten. Ne, ist auch richtig. Wir kommen hier lang. Wenn ich jetzt nicht irre. Vor allen Dingen rasen wir wieder irren Tempo hier durch die Gegend. Also man sieht gar nichts von der. Ich habe mich dran gewöhnt hier mit dem Pferd jetzt, deswegen. Oh, du kannst Lager nur betreten. Pferde und Fahrzeuge bleiben draußen, okay. So, ich bin da. Sagtet ihr das auch? Clara, ich habe die Monteros getroffen. Eine Straße zum Folgen. Ja, Carlos will nichts mit mir zu tun haben, aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Du musst sie verstehen. Eine von ihnen werden. Der erste Schritt ist, dieses Lager zu verstehen. Ich sehe mich mal um. Okay, Dani. Pass gut auf dich auf. Ja, kennen wir doch schon alles. So. Wo bist du? Ach, da. Na, hier hinter dich. Ja, hier hinter dich. So. Dann gehen wir mal zu den Carlos. Carlos ist ja mit dem zweiten Stern. So. Carlos, red mit mir, dreh dich um. José soll mächtig sauer sein wegen dem Gift. Du hast einen kurzen Prozess mit seinem Laden gemacht. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Vielleicht. Also bitte ich dich jetzt um einen Gefallen. Unsere Leute vergammeln in Josés Gefängnissen. Einer von ihnen, Miguel, ist wie ein Sohn für mich. Wir brauchen einen Gefängnistransporter, um sie rauszuholen. Klau einen, dann treffen wir uns an der Tankstelle beim Gefängnis. Wir fahren rein, laden unsere Leute auf und verschwinden, bevor irgendjemand was mitkriegt. Ich vertraue dir, Turi. Also, verkack es nicht. Ah, das verkacken wir schon. Warte mal ab. Lass dir nicht so viel Zeit mit dem Gefängnistransporter. Nö, warum nicht? Der ist ja weg. So, ich habe sie auf der Hauptstraße von Costa del Mar gefahren sehen. Aha, aha. Ich wollte mal kurz die Werkbank, genau. Wollte die Raketen weg. Was lässt sich nicht durch schlechtes Wetter erklären. So, Supremo. Da ist er. Auswählen. So, Mods. Oh, haben wir aber viele frei. Deine Schwimmgeschwindigkeit wird erhöht, gibt es zum Beispiel. Oder die Verteidigung gegen Gift wird etwas erhöht. Oh, hier kannst du Munition, glaube ich. Du kannst mehr Gewehrmunition tragen, du kannst mehr Maschinenpistolen und Schrotflintmunition. Ist ja nice. Na was? Kannst du... Na was? Na, beim Supremo, bei deinem Rucksack, ne? Da kannst du aufwerten, wenn du noch Kleber, robusten Plastik und so hast. Hey, guck mal. Leichter Durchschlag. Supremo. So, du hast jetzt hier das. Okay. Phantasma. Folter, der Impuls. Stoße einen hin, während der Gegend die Geldsysteme, die Fahrzeuge. Ach, ich mach da mal mit der Maus. Ah, so. Oh, was ist das hier? Die Gesundheitsregulierung wird leicht verbessert. Okay. Giftgranaten, okay. Ah ja, komm. Was ist das hier?
Shit, dann brauchen wir wieder mal industriellen Werkstoff für den dritten Mod, den man freimachen kann. Okay, den nehmen wir erstmal. Natürlich schneller gegen uns hier. Machen. So. Die anderen Sachen können wir gar nicht ausrüsten. Das Scharfschützengewehr ist hier, ne? Kann nicht an der Werkbank auch verbessert werden? Ja, ja, ja. Okay. Na ja, gut. Pfeil und Bogen könnten wir verbessern. Aber wann machen wir schon Pfeil und Bogen? Wobei, kommt ja auch irgendwann mal, ne? So, ist das hier? Du kannst mir wieder ziehen. So. Das ist gut, glaube ich, ne? Schießpol, dreimal. Ah, warte erstmal. Wo ist das LMG? Ist das hier? Okay, besser ausgerüstet. Kann nicht, schade. Standardreich war ich ja, okay. So. Was ist das? Langsam verbraucht. Könnte man mal nehmen. So, und das war der Brennstoffpumpe. So. Okay, Schießpulver alle. Ich habe alles eingestellt, was ich wollte gerade. So. Bei deinem Supreme hast du auch alles eingestellt? Ja, bin gerade dabei. Oh Gott. Die Mods da unten, ne? Die beiden. Oh. Gott. Die kosten, glaube ich, auch kein Material, wenn du die beiden Mods da reinpackst. Oh, was für ein wilder Hund.
Oh, genau. Wilder Hund. Ah, eine neue Garde. So, was können wir jetzt machen? Gehen wir doch mal zurück. Ausgefeiltes Netzwerk können wir noch verbessern hier. Verbessern wir mal. Auf Partner warten, bist du weit weg oder was? Ich weiß es nicht. Du bist da drüben, doch. Ja, komm mal hergelaufen, schnell. Wo bist denn du? Ich sehe dich gar nicht. Bist du noch in der Hütte drin? Nein, ich bin draußen. Bei unserem Baumeister. Was weiß ich, wo die Baumeister sind? Da drüben? Bist du aus der Hütte raus? Ja. Ja, du bist doch da, da bist du doch. Das sind die Baumeister. Jo, warte, ich will verbessern. Weil er stand auf dem Partner warten. So, okay, verbessern wir mal das Netzwerk. Muss bestätigen, oder? Mhm. Ah, deswegen. Deswegen. Ich dachte, du wärst weit weg. So, haben wir noch ein verbessertes Netzwerk. Ja, und was sagt es aus? Ja, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Klasse. Sind doch meine Materialien. So. Klasse. Wir können mehr kaufen, glaube ich, hier, oder? Verstecke in Timber und bla bla bla. Und Versteck Felin. Also kannst du die ganzen Verstecke hier kaufen. Okay. Was kosten die? Warte mal. 200, alle 200? Die ersten kosten mal 100, ne? 100, 150. Verstehe. Ja, Rane Pesos. Würde ich gerne noch ein bisschen sparen. Hab bloß 8000. Hab bloß 8000, also. Ich hab 2906. Okay, ich geh mal rüber. Rüste mal das andere aus. Aufwerten. Gutes Werk. Muss er bloß wieder bestätigen, ne? Schön, dich zu sehen, Danny. Ja, schön zu sehen. So. Guerilla-Stützpunkt. Ah. So. Bestätigen, bitte. So. So, was hat sie jetzt hier anzubieten, Neues? Oh, die Gewehre. Jetzt wird aber mehr angeboten hier. Ho, 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 ho. Was haben wir? Compound-Bogen. In diesem Welt ist kaputt eingebaut. Oh, jetzt haben wir aber. Ach, herrje, jetzt kannst du auch ein Scharfschützengewehr kaufen. Fortschrittliche Waffen. Ja, Level 3 Waffen. Eine Mark 4. Nee, eine Mark 6. Ja. Siehst du, weil wir gerade hier sind wegen Werkbank, bau an dein Scharfschützengewehr mal, ne? Und Schalter mal. Ja. Kannst du dir auch noch ein Scharfschützengewehr kaufen? 6. Ja, also dann mache ich hier mal das da. Was kostet das? Oder 1050. Oh. Ja, welches, welches Level ist das? Oder welches Sternchen? Sternchen 3, 2 oder 1? Das sind ja Level. Ja, da steht nichts da. 2. Ah, siehste, 2. Steht nicht da. Ah, 2. Ja, da oben steht es da rein in einem schwarzen, schwarzen Feld. Ja. Naja. Naja, das ist ein 16 Gewehr. Marschieren bis zu 34. Compound-Bogen. Na, einen Bogen will ich nicht. Das ist, der ist zu langsam. So. Das wird die Schallschützen. Ach, was cool. So. Okay. Okay, ich habe immer das gekauft. Mal gucken, ob das was bringt. Den Carbonbogen kostet 1,4.
Rein voller Pistole. Ist nur die Frage, ob das was bringt. Das machen wir nächstes Mal. So, Gewalt ist ein gutes. Arsenale, so, das hat Scharfschützengewehr. Kann man die nicht vergleichen? Mir war so, als wenn man eine Taste gab, wo man die direkt vergleichen konnte. Ha. Details, ja nee, so. Gegen Panzer, Schalldämpfer 3. Na, ich gehe mal zur Werkbank. Nochmal gucken. Ja. So. Also ich kaufe das Ding mal. Das ist ein Gewehr. Das ist eine Pistole. Gut. Jetzt habe ich mal die Reinfeuerpistole. Arsenal. Dieser Pointer. Schade, noch nicht. Was ist denn das? Ach, Material fehlt. Okay, das machen wir mit Schießpulver. Also die Sachen, die du schon einmal mit dem Schießpulver aufgedeckt hast, das Schloss, die kannst du immer wieder reinmachen. Mhm. Kostet auch kein Materialien. Mhm. Was fällt? So, das ist auch nichts weiter. Okay. Aussehen. Das sieht bissig aus. So. Gut. Bin ich nur mal gespannt, ob das besser ist. Ach, hier können wir auch Materialien kaufen und vertauschen und so, ne? Oh, wir haben ein 2 Kojoten, ein Hase, ein Hutja-Fleisch und Krokodil. Aha, okay. Gegen recyceltes Glas tauschen, gegen befestigte Materialien tauschen. Na klar, tauschen, alles tauschen. So. Muss man jetzt jedes Ding durchklicken? Maschinenpistole. Festing oder rein Feuerpistole. Gut. Wo haben wir denn die Enten hergekriegt? Entenfleisch. Du, ich hab keine Ahnung. Oder beschädigter Fisch. Der beschädigte Fisch, wir haben doch den Hai geschossen. Ja, die muss aber auch mal einsammeln. Wir sind nicht hingeschwommen, oder? Nee. Da kriegen wir recyceltes Glas für, okay. So, für die Ente kriegen wir auch Glas. Gott. Und was ist das? Das ist Tarpunfleisch. Ah, Tarpunfleisch war das. Kriegst du Glas. Nee, robustes Plastik. Tauschen wir uns Waffenhändler oder in Sammlung Bayern. Ist nichts Fahrzeug. Winter. Handels, Lagerressourcen. Handelsware. Da. Wobei. Hutja-Fleisch haben wir. Tauschen kannst du bei der Werkbank oder ja, der Krokodilfleisch. Ne? Werkbank kannst du nur verkaufen, ne? Oder eben bei Juans Waffenhändler verkaufen, sagen wir so, tauschen.
An der Werkbank kannst du es eintauschen gegen Rohstoffe. Hm. Was kriegen wir hier? Gegen industriellen Werkstoff tauschen. Ja, das ist wichtig. Kriegt man so selten. Das haben wir auch nur so wenig. So. Was wollte ich schon gucken? Ach, hier, Scharfschützengewehr. So. Da ist der Haifisch. Nicht genug Materialien, okay. Griffhaifleisch, Spielstehen. Ja. So, Schießpulver fehlt uns, okay. Tarponfleisch. Gut. Gut. Stachelmakrelen. Ja. Wir hatten die alle gefangen. Wüsste ich auch gern.